kleiner Stream heute Abend. Wir spielen The Buonasera. Forest. Hier mal wieder. Bonsoir. Auf der schönen Lobby von Pluginski. Gute Nacht. Hallo. Hallo. Zirp, zirp, zirp. Ja, was ich starte jetzt einfach mal das Game. Ach so. Damit können wir ja loslegen, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Prima. Ja, es ist prima. Starting Client. Ich hoffe jetzt mal, ich habe jetzt mal ein bisschen was ausprobiert. Das Problem ist, dass bei The Forest ja man keine Gamma-Werte oder sonst was verändern kann. Mit der Helligkeit. Ich hoffe, das ist einigermaßen annehmbar. Nein. Nein. Was? Nein? Ich sag's nicht. Nein. Okay, nein. Schade. Ich habe jetzt hier mal probiert, das Ganze. Irgendwie ist unsere Hütte ziemlich schief. So. Ja, ich habe schon wieder alles wieder drin, oder? Bei mir dauert das immer so lang. Inventar. Also diese Hütte ist wirklich schief ohne Ende. Ist die kaputt? Die ist nicht drin? So schief. Hallo. Also bei mir. Agotzwerg, bei mir ist die gerade. Okay. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß auch nicht, wo du da irgendwas. Die Tür ist gerade, aber stell dich mal innen rein und sieh dir mal dann hier diesen Eingang an. Das sieht irgendwie. Welchen Eingang? Ja, weil die nach hinten abfällt. Hier. Ja. Die fällt ja nach hinten hier irgendwie ab. Na, ist ja egal. Solange es von außen einigermaßen gut ausschaut. Vielleicht ein bisschen den Wiederverkaufswert, aber ansonsten ist es doch eine Top-Lage. Immerhin überm Sunset Boulevard. Ja, hier und hier die Plattform ist bei mir immer noch nicht da. Ja, halt mal die Fresse. Ich will unbedingt kämpfen. Oh, ich bin ja der Twitch-Beauftragte heute. Aloe Vera. Bitte wendet eure Fragen an mich. Aber noch nicht jetzt, sondern erst in 2 Minuten, wenn ich die Seite aufgerufen habe. Ah. So, Aloe Vera Samen. Ich habe jetzt wieder 2 Aloe Vera eingepflanzt. Ich habe auch 2 eingesammelt. Hase. Hase? Oh Gott. Hase. Hase. Was? Was? Ach ja, genau, wir wollten hier unten den zweiten Turm da bauen. Ja, lecco mio. Alter, der ist ja super. Der Stream kommt in satten, knackigen mehr als 360p an. Nämlich sogar 720 bei mir. Ja, 720. Was soll das jetzt heißen? Es sieht toll aus. Okay, gut, dann bin ich zufrieden. Oh, da oben. Hey, da oben stehen Freunde. Hallo, Freunde. Beschützt ihr schon meinen Körper, während ich hier die Aufgaben. Ich könnte ja mal zumindest das Tor zu machen. Hä? Jetzt sind sie weg. Ja, wie wäre es, wenn wir jetzt auch. Was? Wo sind die so schnell hin? Weg. Bin mir so gar nicht sicher, kann man auch Hasen. Es gab doch Hasenfallen, oder? Ja, ich glaube schon, du kannst sie aber auch manuell einfach. Töten, einfach ja. Viel lustiger. Nee, nicht töten. Was willst du tun? Hasen züchten oder. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob das inzwischen schon geht. Das letzte Mal, als wir ja mal das Spiel haben wir 2 hatten, reingesetzt und es hat nicht funktioniert, ja. Ja, weil die hätten sich ja vermehren können. Rein theoretisch. Ja, vielleicht waren es ja 2 Männchen. Das war dem Spiel, denke ich mal, nicht, dass relativ das zu verurteilen egal wäre. Nein, nein. Nein, nein, nein. Also irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Da standen gerade bestimmt 3 oder 4 von diesen netten Stammesangehörigen. Ich bin auf sie zugerannt, dann waren sie einfach weg. Sie sind nicht weggelaufen oder so, sondern sie sind einfach nur hinter den Berg gegangen, dann waren sie weg. Und jetzt wird es dunkel und ich habe schreckliche Angst. Was ist los, Sergeant Pluginski? Werden Sie etwa weich? Oh. Das sind Monster. Wie man jetzt sehen kann, ich habe das Spiel jetzt mal auf Deutsch umgestellt. Ja, und das ist echt, es sieht aus, als wäre jemand über das Buch mit Tippex drüber gegangen und hätte einfach das Ganze auf Deutsch drüber geschrieben.
Sieht nett aus, gefällt mir. was war's? Es gab den Käfig und in dem hat man. Bloß überschreibt es jetzt die ganzen Beschreibungen. Irgendwie finde ich das kacke. Ich glaube, ich ändere das mal kurz zurück. Ja. Es ist echt toll, weißt du, da steht Käfig und da ist so ein ewig weißer Balken drüber, Alter, der die ganzen Beschreibungen überschreibt. Was macht der eigentlich schon wieder? Alter, was ist los? Ah, oh Gott. Was denn? Das ist Alter, ich bin gerade mega erschrocken. Ja, du hast anscheinend die nette Stammesdame von da draußen nicht gehört. Oh, jetzt höre ich sie. Sie kommen. Ja. Nee, warte. Sie kommen. Na klar. So, ich gehe jetzt da raus. Alter. Bist du dir sicher, dass du da raus willst? Sind die ganzen Bäume hier drin schon wieder nachgewachsen? Es ist mega dunkel bei mir. Ja, bei mir auch. Stream auch? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ach, jetzt habe ich gerade wieder reingeklickt ins Spiel. Soll ich jetzt schauen? Wolltest du mir das damit sagen? Ja, das will ich sagen. Tut mir leid. Hä, warum du? Ich meine, man kann schon was erkennen. Ich rede doch mit Shorty. Doch, ja. Ja, trotzdem. Da kann man was erkennen. Es ist halt dunkel, aber nicht so, dass man nichts sieht. Ja, okay, ich wunderbar. Feuer. Ich meine, letztes Mal hatten wir ja das Problem. Letztes Mal hast du gar nichts gesehen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt dann auch nur so als Info, wir laden auch den Stream hier als YouTube-Folgen hoch. Wollte ich nur mal so gesagt haben noch. Nicht doch. Unsere treuen Fans wissen das natürlich schon längst. Ja, die treuen Fans, aber die neuen Fans? Also niemand. Die wirklichen Fans werden wissen. Na egal. Ah, ja. Oh, ja, ja. Flamme, Feuer, Entflamme. Ich meine, wir haben es ja echt gut. Wir sitzen hier in der Wildnis und werfen Geldscheine ins Feuer. Fast wie im echten Leben. Ja, ja. Es ist schon ein massiver Unterschied, also durch diesen Farbfilter, wenn man den umstellt von der Farbgebung her. Normalerweise ist es total dunkel und man kann ja jetzt echt gut erkennen, was. Finde ich toll, gefällt mir. Die Frage ist, was machen wir dann als nächstes? Bauen wir da unten noch diesen Steg fertig? Oder machen wir als nächstes eine Höhlentour? Also ich glaube, es wäre mal cool, mal irgendwie in den Abgrund. Ja, wir haben ja hier draußen doch gleich eine Höhle, oder? War es nicht so? Ja. Oder hier hat, vorne irgendwo? Hat eigentlich noch irgendwer Knochen? Ich habe irgendwie keine Knochen. Ich habe mir noch nicht mal einen abgegradeten Speer gebaut, fällt mir gerade auf. Oh. Oh nein. Da ich habe Knochen. Dass jetzt sterben wird. Kannst du mir welche geben? Das wäre nett. Wie mache ich das? Mit dem blöden Tablett. Genau, craftest die mit dem Tablett zusammen. Ah, okay. Und rüstest das Tablett dann aus. Ja. Ja, entschuldige. Das war auch gut, das mit dem Tablett. Also, wir haben das Spiel ja schon mal gespielt. Zum Spaß einfach. Und wir hatten das mit dem Tablett nicht gewusst. Echt? Bis ganz zum Ende. Oh, danke. 14 Knochen. Vielen Dank. Schaut alle hier. Meine. Ja, bewahre sie gut. 14 sind eh nicht so viel. Der Mensch hat 206 nee. Knochen. Also ein erwachsener Mensch. Dankeschön. Kleine Quizfrage. Was glaubt ihr? Hat ein Kind mehr oder weniger Knochen als ein erwachsener Mensch? Ich weiß. Mehr. Ja, logischerweise. Bitte nicht also, dazwischen schreien. Akkuzwerg. Deine Haare brennen bei mir.
Oder ist es ein Spiegeleffekt? Ich glaube, das ist ein Spiegeleffekt. Alter, oh nee, Alter, bei mir auch. Ja. Oh Gott, aber wie? Also deine Haare, also ganz vorne sieht es so aus, als hättest du so ein kleines Flämmchen. Ja. Oh, mega. Gibt's ja nicht. Oh Gott. Jo, dann, es ist ja jetzt gerade Nacht, ich wäre dafür, dass wir uns irgendwie noch hinlegen und dann am Tag gehen. Ey, da hinten ist, glaube ich, ein Licht. Na gut. Bin schon da. Ja, aber ich müsste eigentlich müsste ich noch jagen und so, bevor wir in die Höhle gehen. Dass uns Proviant oder gar nichts mehr. Ja, stimmt, ja. Wir brauchen was drunten, weil sonst. Wir können gar nicht schlafen. Also ich kann nicht schlafen. Dann gehen wir auf die Jagd nach Proviant. Vogel! Ja. Hat eh keinen Sinn. Aber ja, lass mal ein bisschen die Türen offen, damit es durchzieht. Naja. So. Kann ich jetzt schon essen? Nee, ich kann immer noch nicht essen. Ich hab Hunger. Es wäre echt toll, wenn das mit der Hasenzucht jetzt dann schon funktionieren würde. Hat sich eigentlich schon jemand diesen Reparaturhammer gebaut? Ja, und ich. Ach Gott, okay, ich hab jetzt wirklich die Tür offen gelassen. Ja, tut mir leid. Ich hab aufgepasst. Ich hab extra noch hingeschaut. Ich hab den Reparaturhammer. Und wie ging der, weißt du das? Oh Gott. Ja, warte mal, ich guck schnell im Buch noch. Steht doch im Buch drin, oder? Can use to repair structures. Mehr steht nicht da. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht hab. Im Buch steht's. Im Survival Book. Repair Tool. 2 Sticks, 1 Rock, 2 Cloth und 10 Sap. Schön, also warte mal. Nicht, ja, dann musst du vorher, da musst du noch zu Subway. Also. Da höre ich doch was. 10. Von denen habe ich irgendwie 130. Oh, ich glaube, ich habe nicht mehr genug Cloth. Warum gibt's denn in der Nacht keine Leguane? Die müssten wir eigentlich. Die gibt sich, jag doch gerade ein. Der dürfte eigentlich. Aber der ist mega schnell. Warum ist der so schnell? Der ist Kaltblüter, der müsste jetzt eigentlich langsam sein. Naja, eigentlich. Weißt du, dir selber ist ja auch kalt, aber das interessiert dir anscheinend einfach nicht. Alter, was für ein Ja, zum Glück sind wir jetzt nicht irgendwo da oben im Berg. In den Eisbiomen. Da wäre uns jetzt richtig schön kalt. Und wir hätten gar nichts zu essen. Schön. Gute Treibjagd. Das ist das Dümmste, ne? Treibjagd. Ich hab Durst. Ja, vor allem mit einem Eidechse. Ich hab irgendwo einen Hasen. Ach, hier ist er. Sind das gute Bären? Ich weiß es nicht. Dickies. Nein, es sind keine gute Bären. Aua. Da. Es sind eh nur die roten gut. Leute, da drüben sind. Hilfe. Also die Orangen. Was denn? Ach, Leute. Ich werde umzingelt. Ja, wir kommen. Kommen? Ich sehe ihn doch schon hier. Ja, wie er komisch rumleuchtet. Ja. Ich kann nichts dafür. Warum auch immer. Wenn er es abwehren könnte mit seinem Feuerzeug. Ich finde das schon so. Das ist seine Schädellampe, die hier komisch leuchtet. Kann ich den jetzt mitnehmen? Ja, einfach zerhacken. Ich nehme den einfach so mit und verbrenne ihn. 1, 2, 3, Alter, 4 Leute. Ja, Deckung. Oh. Ja, genau die habe ich beobachtet und dann stand plötzlich einer hinter mir. Und hat mich so angeleuchtet. Und total überraschend. Alter, wie laut. Ja, bei mir ist es auch ziemlich laut. Ah. Ich will zurück nach Hause. You are dying of thirst. Find some water. Ich hab doch ein halbes Trinktropfenteil voll. Hä? Ich hätte gedacht, bei dir ist auf Deutsch. Ja, ich hab's jetzt wieder zurückgestellt, weil die ganzen Beschreibungen von den einzelnen Gebäuden total komisch überdeckt waren.
Also das war eine ganz beschissene Aufgabe.